Hey ho, meine Lieben, heute machen wir, nein, heute beginnen wir mit einer Pastrami. Und zwar habe ich hier das Pastrami-Set von Royal Spice. Ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt. Wir finden hier drin drei Päckchen, einmal Pastrami-Spritzlake, einmal Pökelrub und einmal Finish Classic. Ja, des Weiteren ist hier noch so eine kleine Anleitung drin. Das ganze Zeug muss abgewogen werden auf Gewicht vom Fleisch abgestimmt. Das machen wir mit einer Küchenwaage. Die probiere ich jetzt auch endlich mal aus. Wo haben wir sie denn? Damals von Uten bekommen. Verlinke ich unten. Und die probiere ich jetzt heute einfach mal aus. Schauen wir mal, ob die so weit runter geht. Und das Ganze wird ja mit einem schönen Bürgermeisterstück gemacht. Was haben wir hier? 1530 Gramm. Schauen wir mal, was übrig bleibt, wenn wir es zurechtgekattet haben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal darüber. Spritz muss das Fleisch auch werden. Dann nehme ich meine gute Barbecue-Spritze. Die habe ich ja schon mal gezeigt. Das ist mal ein richtig geiles Teil. Und jetzt gehen wir rüber. Ach so, ja. Wie nennt man das Video überhaupt? Ich würde sagen, eine Pastrami aus einem Bürgermeisterstück mit dem Royal Spice Pastrami Set. Genau so nennen wir das. So richtig schön kompliziert. Aber jetzt gehen wir wirklich rüber. Fleisch liegt schon bereit und zurechtcutten. Jetzt haben wir wieder das leichte Problem mit dem Gegenlicht, aber ich glaube, das geht. Und ja, wir schneiden hier jetzt mal die riesengroßen überflüssigen Fettstücke weg. Und tun das eben komplett zurecht parieren. Weil das Zeug braucht man wirklich nicht. Die Hautauflage hier, Free Devil, braucht man mit Sicherheit auch nicht. Na, wo fange ich denn da an? Tja Leute, ich bin kein Metzger. Ich habe das nicht gelernt. Aber ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu erwischen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Am Zurechtparieren. Wie lange man damit braucht, ist eigentlich wurscht. Hauptsache das Fleisch bleibt dran. Oh Mann, ich stelle mich wieder an. Leute, ich pariere das jetzt komplett zurecht. Und danach zum Wiegen sehen wir uns wieder. Also, so heftig war das letzte Stück nicht, was ich gehabt habe. Das weiß ich, wie es. So, da haben wir es jetzt. Also, es ist einiges weggegangen. Ein bisschen was lasse ich auch noch dran. Und jetzt wiegen wir das Stück erst einmal. So. Die Waage ist schon witzig. Die zeigt sogar noch Temperatur mit an. Und was weiß ich, was man da noch alles damit machen kann. Da muss ich mich mal damit auseinandersetzen. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. 1,332 Kilo. Das merken wir uns. Und ja, Fleisch tue ich jetzt kurz noch mal in die Kühlung. Warum? Ja, ganz einfach. Ja, seht ihr gleich wegs dem Pastrami-Set. Ja, Freunde, weiter geht's. Die schreiben hier, pro 1 Kilo Fleisch mit 150 Milliliter Wasser und 50 Gramm Pastrami Spritzlake Mischung verrühren. 1,3 Kilo waren es in etwa, also nehme ich ein Drittel mehr, habe ich hier schon 200 Milliliter Wasser. Und was habe ich gerade ausgerechnet? 67 Gramm von der Spritzlake. Runter da, du dumme Katze!
Die messen wir uns hier jetzt ab. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Oh, die Waage sieht echt gut aus. Gefällt mir. Oh, das war natürlich jetzt viel zu viel. Ja, verdammt, jetzt habe ich es doch ganz aufgerissen. Runter, Katze! Hau jetzt ab da! Runter! Ab! 68, 70, das passt schon. Das verschließen wir gleich ordentlich. Oh, bloß so kleine. Ja, jetzt sind es bloß noch 69 Gramm. Das regt mir jetzt auf. Jetzt habe ich auch bloß noch so einen kleinen Verschluss. So. Und dann hält es nämlich frisch und dann kann ich damit nochmal eine Pastrami machen. Und deswegen freut mich das auch, dass es so in so schönen, dunklen, nicht durchsichtigen Beuteln drin ist. Gut. Das schütten wir jetzt da rein. Wir schütten die Hälfte daneben, deswegen haben wir ja ein bisschen mehr gemacht. Mehr genommen. Stellen die Waage auf die Seite, die brauchen wir später nochmal. So, 30 Minuten circa stehen lassen, diese Lake. 15.03 Uhr, also bis um 3:30. Und dann können wir mit dem Fleischspritzen anfangen. Halbe Stunde stehen lassen und dann sehen wir uns auch schon hier wieder. Warum jetzt so lange warten? Ich habe nachgelesen, den Pökelrapp brauchen wir gleich hinterher. Und zwar 25 Gramm pro Kilo Fleisch. Ja, dann machen wir 35 Gramm. Das messen wir auch gleich ab. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Machen wir 33, dann passt es. Alles schon mal wieder in den Pastrami-Beutel rein, in den großen. Und okay, den brauchen wir erst in ein paar Tagen. Den können wir da auch schon reintun. Was wir aber jetzt eben noch benötigen, eigentlich bloß spritzen, danach wappen und dann wird das Fleisch erst einmal schön einvakuumiert. Den Beutel bereite ich mir auch gleich vor, schön umgeschlagen, wie sich's gehört, damit wir nachher nahtlos weitermachen können. Den brauche ich nicht hier hinten, den dafür hin. Die Waage, das Unterteil kann weg, damit sind wir fertig. Halt! Ich vergesse mal die Hälfte. Noch vorbereiten können wir hier gleich die Spritze. Dann nehmen wir dieses Exemplar hier. Schauen wir mal, ob wir es nachher aufziehen oder hinten einfüllen. Jo. Ein echt massives, geiles Teil. Also ich kann diese Spritze auch nur weiterempfehlen. Mann, das ist ja das reinste Werbevideo dieses Mal. Aber es tut mir leid, das sind halt Sachen, die finde ich super, spitze, ich habe sie. Meine letzte Spritze vom Rössle habe ich ja irgendwann mal in die Mülltonne geschmissen. Aber die schmeiße ich mit Sicherheit nicht weg. Okay Leute, jetzt heißt es aber wirklich warten, noch Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann können wir das Fleisch spritzen. Zwischendurch rühre ich natürlich ein bisschen um. Warum man das Ganze jetzt noch eine halbe Stunde stehen lassen muss, keine Ahnung. Vielleicht, dass ich wirklich alles komplett
auflöst. So, Freunde, unser halbes Stündchen ist um. Da haben wir das Fleisch. Jetzt ziehen wir doch das erste Mal unsere Spritze auf. Tja, und dann? Was rausläuft, ist ganz klar, weil das Fleisch ist ja auch geschnitten worden und nicht hundertprozentig so dicht, wie wir es gern hätten. So, ja gut, ein ganz kleiner Minischluck war jetzt noch drin, aber auf den können wir jetzt noch zur Not verzichten. Spritzen wir nochmal von der Seite ein bisschen was, tja, in der Gegend rum. Gut. Ja. Und dann können wir schon unseren Wap nehmen und das Fleisch damit einpudern. Den Pökelwap. Schütte ich aber das überflüssige Wasser schnell ab. Das soll reichen. Oh ja, ich habe genau die Mengenangabe genommen, was sie reingeschrieben haben. Packen wir uns das gleich in unsere Tüte rein. Und da tun wir jetzt dann noch den restlichen Wap mit rein und tun es nochmal ordentlich durchkneten. Tja, und dann tue ich das Ganze einvakuumieren. Wir sehen uns nach dem Vakuumiervorgang gleich nochmal. Da haben wir jetzt das Stück schön einvakuumiert. Ja, und ab und zu werde ich das einmal so ein bisschen durchwackeln. So einmal am Tag. Also das steht jetzt nicht in der Anleitung drin, aber bei anderen soll man immer das Fleisch so einmal am Tag umdrehen, ein klein bisschen durchwackeln und gut ist. So wandert es jetzt in die Kühlung für 3 bis 5 Tage. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Entweder Mittwoch oder Donnerstag holen wir es raus und schmeißen das gute Stück auf den Grill. So, dass wir es danach dann ja nochmal 2 bis 3 Tage danach in der Kühlung lassen, bevor wir es dann endgültig anschneiden. Also sprich, wir haben dann am Samstag oder am Sonntag was ganz was Feines. Leute, wir sehen uns dann in diesem Video sozusagen in ein paar Tagen wieder. Bis denne. So, Freunde, wie lange war das jetzt drin? Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, 5 Tage später. Pastrami-Set habe ich wieder mitgenommen. Das Ding einmal am Tag leicht durchgewurschtelt und dann ja, umgedreht wieder in die Schale gelegt. Geht es jetzt weiter. Das stelle ich mal darüber. Und zwar ich habe keine Brille auf. Wie war das? Naja, wässern. Auspacken, waschen, wässern, halbe Stunde glaube ich, sage ich nachher dann gleich da drüben. Und dann mit dem nächsten Beutel, dem Pastrami Finish. Oh, da steht es ja drauf. Das kann ich lesen. Das Fleisch nach dem Pökeln abwaschen und ca. 30 Minuten wässern. 25 Gramm pro Kilo, also nehmen wir wieder um die 33, 35 Gramm. Finish Wrap auftragen bei ca. 130 bis 140 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 68 Grad smoken. Ja, das machen wir jetzt. Und während das nachher wässert, gehe ich hinaus, richte den Monolith her. Dazu die Räucherpellets. Welche hatte ich da?
Hickory? Nee, nicht Hickory. Boah, ich muss nachlesen. Mesquite. Mesquite-Chips. Räucherpellets waren es. Pellets, ja. Und mit denen wird geräuchert. Ja, wie gesagt, gehen wir rüber, waschen wir das Fleisch ab und dann tun wir es besser. So, erst einmal aus dem Gefängnis befreien. So. Dann tue ich das jetzt hier ein paar Mal so abspülen. Das decke ich jetzt ab. Zwecks Katzensicherheit. Ja, und so lassen wir es jetzt eine halbe Stunde stehen. Vielleicht auch ein bisschen länger, bis halt der Grill soweit vorgeheizt ist. Ich werde nachher auf alle Fälle nochmal das Wasser wechseln. Ja, und dabei gehen wir raus und feuern mal schnell den Monolith an. Jo, erstmal mit den Luftleiter. Also, der heißt noch Luftleiter. Mittlerweile haben ja die, glaube ich, auch Monolith die übernommen. Aufheizen, anglühen. Dann kommt noch der Barbecue-Guru unten rein. Fürs ganz bequeme Grillen. Und dann baue ich alles zusammen mit einer Wasserschale unten drin. Aber ihr seht ja nachher dann alles, wenn es soweit vorbereitet ist. Ja, so schaut's aus. So, Freunde, das Fleisch ist jetzt ordentlich gewässert worden. Ich habe einmal das Wasser gewechselt. Es waren jetzt knapp, ja, 45, 50 Minuten. Den Rub habe ich abgewogen. Leider erst mit der alten Küchenwaage. Und ja, was soll ich sagen? Die Küchenwaage hat mich ein bisschen beschissen. Es ist ein bisschen mehr geworden, als wir gewollt hätten. Aber ich glaube, das macht jetzt gar nichts. Kann man ordentlich einrubben. Natürlich einreiben. Ja, da haben wir doch noch ein kleines Fusserle vergessen. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. So. So, Freunde, und dann gehen wir raus am Grill. So, die brauchen wir jetzt noch nicht. Dann werden wir mal hier gleich das Grillei verkabeln. Eingestellt auf 68 Grad. Schauen wir mal. Wo gehen wir rein? Gehen wir hier seitlich rein. Halbwegs in die Mitte. Dann den Guru ausmachen. Und dann platzieren wir unser Stückchen Fleisch schön mittig. Schatz, wie schaut's aus? Das Fleisch. Unsere leckere Pastrami. Ja. Die Deckel zu.
Kühler lasse ich von oben reinhängen, dass die schön in Brennraum die Temperatur anzeigen. Da gehen die Kabel rein da oben. Und jetzt tun wir erst einmal smoken. Na, so halbwegs kann man es ja jetzt sehen. Also es waren die Mesquit Pellet Smokes. Mesquite Smoke Pellets. Und der Guru ist immer noch aus. Warum, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Damit der Grill sich nicht überheizt, wenn der Deckel offen ist. Weil der Guru kriegt ja dann die Temperatur von dem offenen Deckel mit. Meint, der Grill ist zu kalt und bläst und bläst und bläst. Und um das zu vermeiden, habe ich den eben ausgeschaltet, bis der Grill wieder seine Temperatur hat. Die Grundtemperatur, die hat er ja schon. Und dann wird er einfach wieder eingeschalten und überheizt. Ne? So, noch ein paar Pellets mit rein. Und dann reicht es. Fängt der schon zum Rauchen an. So, schauen wir mal, was der jetzt schon sagt. Genau das meinte ich. Der Grill hat eigentlich ja schon über 120 Grad. Der hat erst 114 wieder. Eben wie gesagt, weil der Deckel offen war. Da warte ich noch einen Augenblick. Ja, und da raucht er munter lustig raus. Jetzt kommt schon wieder so ein widerlicher kalter Wind. Den hat er schon wieder. Gleich schalten wir den Guru wieder ein und dann lassen wir das Fleisch so drauf, da machen wir gar nicht mehr auf, bis es eine Kerntemperatur von 68 Grad erreicht hat. Messen tue ich das Ganze heute mit dem, sieht man das so, mal wieder mit dem Grillei. Warum? Das Ding ist geil, das hat WLAN. Ich habe überall an meinem Handy die Temperatur. Ob ich jetzt in die Werkstatt hintergehe, im Wohnzimmer hocke oder sonst wo. Ich bin überall bestens informiert. Tja Leute, dann würde ich sagen, ich hole euch wieder dazu, wenn wir unsere 68 Grad Kerntemperatur erreicht haben. Tja, wenn mich das Handy schon so schön dran erinnert mit ihr Essen ist fertig, dann machen wir doch hier gleich mal alles aus. Auch das Gebläse unten, dass ich gleich dann aufräumen kann danach, und dann machen wir den Deckel auf und holen das gute Stück raus. Und, wie wird's aussehen? Jawohl, ja. Ich würde mal sagen, so soll es auch aussehen. Na, komm raus, du Feigling. Ja, dann würde ich mal sagen, lass mal das gute Stück abkühlen. Ich gehe derweil zum Jagen, sprich zum Einkaufen. Und später dann werden wir das noch zusammen einvakuumieren. Ja, die Pastrami nur noch in den Vakuumbeutel, wo ich mir schon hergerichtet habe. Dann einvakuumieren. So. Schnappen wir uns das geile Stück hier. Und dann können wir es auch schon einvakuumieren.
Und so wandert das gute Stück nochmal 2 bis 3 Tage in die Kühlung, in den Kühlschrank. Ja, bevor wir es dann endgültig anschneiden. Ja, sprich, wir sehen uns in diesem Video in 2, 3 Tagen wieder. Die nächste Szene für euch. Bis dann. Da steht sie, die Brotschneidemaschine. Und da ist die Pastrami. Ja, Leute, nach so einem widerlichen Arbeitstag, sage ich jetzt einmal, ja, viel Arbeit, ist das jetzt genau die richtige Belohnung für mich. Hm? Nur du hast gearbeitet. Ach so, ja, Schatzi war auch beim Arbeiten, die hat sich auch Belohnung verdient. Und die packen wir jetzt zusammen aus, dann schneiden wir sie an der Brotschneidemaschine. Darüber. Sie kann es wieder nicht erwarten, bis ich die Kämme in der Hand habe. Schatz, manchmal bist du furchtbar. Du bist immer zu langsam. Mhm. Mhm. Nicht gut? Oh, lecker, lecker, lecker. Ja. Jetzt lässt man sich extra Zeit, nur um mich zu ärgern. Leute, Leute. Geruchs-YouTube wäre jetzt eine Sache. Also die Pastrami riecht einmal richtig gut. Tja, und. Magst du Mittelschnitt? Nein. Die schneidet man nicht hier jetzt einfach mit dem Messer an, sondern schneidet man jetzt schön fein auf der Brotschneidemaschine auf. Gehen wir rüber, da lang. So, Schatz, schneid dir aber bitte nicht wieder den halben Finger weg. Kannst du das Teil überhaupt noch bedienen? Oh Gott. Viel zu dick, viel zu dick, viel zu dick. Ich brauche das erst einmal ein Probiererchen. Hey, das ist ja meins gewesen. Ja, du sagst es, das wäre es gewesen. Komm, mach dein Probiererle. Mach dein Probiererle, sagt sie einfach. Ich weiß noch nicht, dass ich euch nachher noch mein Brötchen zeige, so wie es ich mir zubereite heute. Normalerweise isst man es ja als Sandwich, aber ich mache mir heute ein richtiges Brötchen damit, mit Ei und Gurke und Könnte ein Ticken salziger sein, hätte ich jetzt nichts dagegen. Sagen wir einfach, haben wir zu lang gewässert. Ey, bleib mit dem Teller da. Schmeckt so schlecht. Das muss weg. Tschüss. Aber nicht zu dir. Womit soll ich jetzt mein Pastrami-Brötchen machen? Mach ein Butter drauf und denk dir der Rest. Freunde, nachdem es geklatscht hat, aber kein Applaus, ist der Pastrami-Teller wieder hergekommen. Was machst du da jetzt? Ich werde wahnsinnig. Saskia schält mir jetzt gerade ein Ei, hat sie gesagt. Weil ich mache mir das jetzt ganz nobel. Ich schmiere mir jetzt erst einmal Butter unten drin ins Brot. Aufs Brot. Weil ohne Butter geht gar nichts. Ja. Pastrami drauf, damit es auch schön schlonzig wird. Bisschen Mayo. Und zu jeder guten Pastrami gehört definitiv eine Essiggurke dazu.
egal ob man sich jetzt einen richtigen Sandwich bastelt oder so auf dem Brot. Also das gehört auf alle Fälle dazu. Na. Dankeschön. Bitteschön. Gerade noch Salz und Pfeffer, bitte. Also egal wie es unten drunter gewürzt ist, auf mein Ei haue ich immer Salz und Pfeffer drauf. Aber Leute, jetzt machen wir den klassischen Mittelschnitt. Wie schaut mein Pastrami-Brötchen in der Mitte aus? Ja, ist das geil. Ab in den Hals. Das ist ein Pastrami-Brötchen. So lässt sich ja Feierabend aushalten. Schön Brotzeit machen. Mhm. Leute, wir schnabulieren jetzt erst einmal und nachher sehen wir uns nochmal zum Fazit. Heiligsblechle, Leute, habe ich euch schon gesagt, dass man sich vom Pastrami überfressen kann. Unglaublich, aber das funktioniert. Man muss bloß zu viel davon essen. Gar kein Problem. Also mein Fazit zu dem Pastrami-Set von Roy Spice. Genial. Wirklich genial. Hat gut funktioniert, nach der Anleitung genau gemacht. Doch ja, ist am Schluss halt ein paar Gramm mehr von dem Gewürzmix der blöden Küchenwaage. Aber sonst wirklich ans Rezept gehalten. Einwandfrei. Schatz, wie hat es denn dir geschmeckt? Ja gut, schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch. Und der Saskia scheint es auch zu schmecken, so wie sie zulangt. Das freut mich. Grinst bloß. Und ja, wenn es der Patricia nicht schmecken täte, hätte die wahrscheinlich nicht versucht, den Teller zu klauen. Also, meine Empfehlung hat das Pastrami-Set eindeutig. Was will man mehr? So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir als nächstes nicht vielleicht was Süßes machen am Grill. Ich habe da nämlich noch was hinten liegen. Mhm. Also dann ein Däumchen nach oben oder auch zwei. Ein freundliches Kommentar unter dem Video. Würde mich natürlich freuen. Und Leute, immer noch stay home und Videos angucken. Ganz genau. Ja. Solange man nicht systemrelevant ist und zum Arbeiten gehen muss. Okay, ich bin raus. Wir sehen uns. Tschaikowski.